So, wo ist die Dicke? Oh, unglaublich, wir haben es geschafft. Oh, da hinten ist das auch eine Dicke. Ja, das ist auch eine Dicke. Yes, Arschloch. So, eine Truhe. Yes! Und da haben wir unsere Blasterkanone. Die wollte ich haben. Eigentlich könnten wir jetzt rausgehen, aber ich will mir jetzt doch mal den Rest noch anschauen. Das ist die Haupteinrichtung zur Aufbewahrung und Reparatur der Ausrüstung. Ach Gott. Das ist die Haupteinrichtung zur Aufbewahrung und Reparatur der Ausrüstung. Vielleicht haben sie schon einiges schweben. Ach, was ist denn los? Ich kann heute nicht mehr reden. Das ist die Haupteinrichtung zur Aufbewahrung und Reparatur der Ausrüstung. Vielleicht haben sie schon einige schwebende Drohnen bemerkt. Sie sind verantwortlich sowohl für die Instandhaltung der Schlüsselsysteme dieser Einrichtung als auch für das Sanitätswesen. Falls eine Einheit beschädigt wird, wird sie zur Reparatur hierher geschickt. So. Halt, hier ist noch... Hallo. So, mehr ist hier nicht. Oh, ich hasse diese Musik so sehr. So, hier ist weiter nichts, aber hier ist noch ein Raum. Hoch! Das ist bestimmt auch so ein geiles Gefühl, wenn du so um die Ecke gehst und auf einmal steht so eine Terminator-Einheit vor dir, die dich einfach mal umbringen kann, ohne großartig mit der Wimper zucken zu müssen. Yay! Huh. Oh Gott, und die schreckliche Musik ist aus. Achso, jetzt braucht ihr ja wieder so ewig zur Regeneration. Okay, dann lese ich erstmal das Computerterminal. Achtung, Eindringlinge in Ebene 4, Abteilung. Alle Drohnen auf Ebene 4, um Eindringlinge abzufangen. Reaktor ist offline. Verschlüsselung zu 2,064% abgeschlossen. Achtung, Eindringlinge in Ebene 4. Okay, das heißt wohl, die Teufel waren mal hier und haben hier das Ding sabotiert. Ist das der Grund für den ganzen Scheiß, der hier passiert, oder? Hm. Ach, schau an. Das war sogar eine Truhe. Wie heißt das Ding? Speicherbehälter? Speicherbehälter tatsächlich. Okay. Dann war es das jetzt wohl. Hier ist nichts. Warum geht denn das so lang nach hier hinter? Okay, hier ist auch nichts. Dann war es das jetzt. Yep. Cool. Dann haben wir jetzt alles. Und könnten rein theoretisch uns aufmachen. Können wir aber nicht. Weil wir keine Zauberpunkte mehr haben. Aber ich kann ja... Nein! Okay, das sind nur solche. Gott sei Dank. Wo, 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 wo? Gut, versuchen wir es gleich nochmal. Ach, leck mich doch am Arsch. Also irgendwas sagt mir, dass wir hier nicht schlafen sollten. Ich versuch's mal an einem anderen Raum. Wie zum Beispiel hier. Gut, hier geht's. Jetzt geht's auf nach Blackshire und von da aus machen wir jetzt schleunigst. Ach so, halt, erstmal schauen. Ist hier was kaputt gegangen? Irgendwas Wichtiges? Gut. Oh ja, seine Rüstung. Na gut, das sollten wir schon mal fixen. Dafür haben wir ja den Schmied gleich hier. Waffen bitte nicht anfassen. So, deine Schuhe, deine Rüstung. Und hier drüben ist ja auch gleich der Alchemist, der... Kann ich
uns unsere Ringe reparieren kann. Danke. So. Ich wollte eigentlich gleich von Sweetwater die einfach nur hier die Glocke holen. Also beziehungsweise mich erstmal um das Problem kümmern. Da wusste ich ja noch nicht, dass es hier um die Glocke ging. Und dann eigentlich so schnell wie möglich nach Sweetwater, aber... Naja, jetzt sind schon wieder 53 Minuten vergangen. Und ich bin erstmal ein paar... Paradiestal. Und bin schwach, aber okay, das... Sollte jetzt kein Problem sein. Heißt bloß wieder mal, dass es einen Umweg wieder geben muss. Und mir fällt gerade ein, dass ich wieder was vergessen habe, und zwar den Piratenschatz zu klären. Den will ich schon noch mitnehmen. Und ich weiß, wo die Position des Piratenschatzes ist. Freut mich, dich zu sehen, das Beste im Haus. Was uns einiges an Zeit ersparen wird. So. Wenn wir nämlich mal ganz kurz hier drauf schauen, dann könnte man... Es geht sogar. In the land. Geht's weiter? In the land. Achso, of the... Warte, wie geht das? The Dragon. Im Land der Drachen. On. North, ja, am Norden. By far. Okay, Moment, ich glaube, ich schreibe mir das mal auf und dann melde ich mich wieder, weil so das abzulesen ist echt schrecklich. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wieso bin ich überhaupt rausgegangen? Ich kann ja so bleiben. So. Nein, da. Also, man muss, wie schon gesagt, man muss das einfach nach unten durchgehen und einfach hier durch... Also halt einfach lesen, wie es da steht, nach unten. Was aber ein bisschen blöd ist, da sich ja, wie man sieht, hier sind die Buchstaben nacheinander. Hier ist ein Feld ausgelassen sozusagen. Das wäre ja noch alles okay. Aber zum Beispiel ein Komma... ist so breit wie so ein Feld. Und dadurch verschiebt sich das alles mal nach links, mal nach rechts. Und das ist einfach ganz schrecklich zu lesen. Deshalb habe ich mir es jetzt mal rausgeschrieben, was auch ganz, ganz schrecklich war und rauskommt. In the land of the dragons, to north by far northeast, lies the cage of Captain Neith, the white through the least. Hid for the ships of the sun, before her functions ceased, lift the stone and you have won the riddle's puzzle piece. Aha. Also auf gut Deutsch, wir müssen nach Drachensand, Nord-Nord-Ost. Oh nein, nicht genug Gold. Ja, sinnlos. Ja, wir müssen nach Drachensand, Nord-Nord-Ost und dann müssen wir dort einen Stein anheben und da ist dann wohl angeblich der Schatz versteckt. Nein, nicht nach Blackshire. Wir wollen nicht nach Blackshire. Verdammt, wir wollen nicht nach Blackshire. Oh, es sind überall Drachen. Gut, die können mir jetzt aber mal gestohlen bleiben. Achso, es gibt hier, glaube ich, gar keinen direkten Weg. Doch, gibt's wieder. Hier so in der Ecke bestimmt. Hier geht's jetzt zur Einsiedlerinsel, oder? Genau. Und in die andere Richtung geht's nach Blackshire. Das heißt, hier in dieser Ecke muss es nach Drachensand gehen. Genau. Und hier ist neblig eklig. So, Nord-Nord-Ost. Das heißt, hier irgendwo. Aber es ist eigentlich gar nicht so Nord-Nord-Ost. Das ist eigentlich fast genau Norden, ne? Denn hier war doch dieser lustige Steinkreis, was ich schon mal gesagt habe. Hier. Und hier ist ein Stein, der anders aussieht. Und an den können wir nämlich jetzt gehen. Stecken 250.000 Gold ein.
Und 10-2 Bücher. Einmal schwarze Umhüllung. Das ist der Zauberspruch der Dunkelmagie, den es nicht zu kaufen gibt. Und Gottes Eingriff. Den gibt es zu kaufen, aber der hat auch ganz schön krass was drauf. Wir finden noch Quenvir oder wie auch immer. Den haben wir da schon, oder? Und Ikraine. Lord Solomon Stone gab während seiner Amtszeit als hoher Priester des Pfades im Jahre 1018 diesen Ring in Auftrag. Er sorgt bei seinem Träger für einen gewaltigen Schub an klerikaler Magie sowie Zugang zu einer beträchtlichen Menge an magischer Energie. Spezialkraft plus 25 Zauberpunkte und der Körper und Geistes- und spirituellen Magie. Geil. Und Morgan. Das haben wir doch auch schon, verdammt. Huch, jetzt habe ich das drin gelassen. Können wir, genau. Egal, dann hast du es jetzt zweimal. So, und du legst dafür jetzt... Was können wir jetzt hier weglegen? Nimm mir das. So, du bekommst die Crane. Und dir legen wir, glaube ich, nach Morgan an. Ja. Achso, wir haben das doch nicht gehabt. Okay. Gut, dafür bekommst du jetzt aber den Ring zweimal halt. So, der Licht in der Schattenmagie. Haben wir was hier Schattenmagie besser macht? Nein, aber wir können den hier weggeben. Okay. So, schwarze Umhüllung und Gottes Eingriff haben wir jetzt. Gottes Eingriff. Einmal am Tag während der aufgehenden oder untergehenden Sonne kannst du den Himmel anrufen, um deine Charaktere von ihrem Schaden zu heilen, ihre Zauberpunkte wiederherzustellen und alle widrigen Zustände zu entfernen. Die Götter verlangen aber ihren Preis, denn der Zaubernde altert nach Gottes Eingriff um 10 Jahre. Die Erholung von diesem Zauberspruch wird durch Lichtmagie, bla bla bla, okay. Und schwarze Umhüllung. Dieser Zauberspruch verursacht die Mächte der Dunkelheit auf seine Opfer zu konzentrieren, daher der Name Schwarze Umhüllung. Das Ziel des Zaubers leidet unter auffälligen Wirkungen, obwohl einige Kreaturen immun gegen diesen Zauberspruch sind. Okay, und jetzt. Jetzt endgültig geht's. Na, Sweetwater. Gottes Willen. So lange habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Mir ist auch aufgefallen, ich muss ja gar nicht übers Paradiestal. Es gibt ja, wie ich ihn gerade angewandt habe, diesen kleinen Trick, dass ich übers Eck gehen kann. Paradiestal. Krigspire. Krigspire. Paradiestal. 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 Paradiesball. Sweetwater. Genau. Hier will ich hin. So, dann hauen wir mal schnell alles rein. Holen uns nochmal plus 50 auf alles. Wieso nicht? Ja, erst das und dann das. So. Und jetzt geht es ganz schnell zum Hort. Zum Hort des Grauens. Zur Heimat der Teufel. Obwohl, es ist ja nicht ihre Heimat, es ist ja ihre... Naja, ihre von sich aus bestimmte Heimat. So, hier erhebt sich das massiv. Und hier oben ist der Hort. Auf zur letzten Schlacht. Cool. So, hinein. Oh, wo sind wir? Flutungssystem aktiviert, okay. Das bedeutet jetzt... Oh! Was heißt das hier? Was ist, sind das hier für Dinge? Geschützt, okay. Oh! Das waren jetzt eine ganze Menge, ne? Gott sei Dank könnte ich hier drin nicht ihren dämlichen Meteorregen zaubern. Okay, das sieht ja ganz chillig aus. Oh Gott, das sind ja noch viel, viel mehr.